Ich war nie jemand, der gesagt hat, ich glaube nicht an Gott. Ganz im Gegenteil, ich hätte mich immer als gläubig beschrieben. Den Satz, ich vertraue Gott, den hätte ich immer bejaht. Aber was eigentlich wirklich heißt, sein Leben mit Gott zu leben, das habe ich in Assisi erfahren. Und da ganz besonders in den Stundengebeten. In jedem Abendgebet war es so, dass das Allerheiligste ausgesetzt wurde für eine viertelstündige Anbetung. Und an den ersten Abenden war es so, dass ich in der Zeit nachgedacht habe über mich. Auch das hat mir viel gegeben, zweifelsohne. Ich habe überlegt, was möchte ich aus meinem Leben machen, wie stehe ich jetzt da, was kann ich besser machen. Aber ich habe schnell gemerkt, dass es das eigentlich nicht ist. Gebet ist eigentlich keine Selbstbeschäftigung, sondern es ist ein Austausch, es ist ein sich hingeben, etwas, was man nicht in Worte fassen kann und was man auch nicht in Worte fassen muss. Das wird dann auch schnell frei von Worten. Es ist einfach ein Gefühl. Und dieses Gefühl tut wahnsinnig gut, weil man nicht mehr von Gott spricht, sondern weil man sagt, du Gott. Und dieses Gefühl habe ich mit in meinen Alltag tragen können. Und es hilft mir, weil ich vieles entspannter sehe. Das heißt nicht, dass ich gleichgültig bin oder sage, mir ist jetzt alles auf einmal komplett egal. Nein, aber ich weiß, wenn mal etwas nicht gut gelaufen ist, dann ist das keine Entscheidung von alles oder nichts, dann ist nicht alles auf einmal dahin. Im Gegenteil, vielleicht gewinne ich sogar noch was davon.